Im Schlussteil ist es jetzt nochmal wichtig, Gas zu geben. Manuel Feller liegt 2 Zehntel vorne. Der letzte Teil, der muss ihm jetzt eigentlich liegen. Die letzten Tore und es geht sich aus. Ich habe immer noch den Moment im Kopf, wo ich anschwinge und grün und dann stehe ich vor dem Leaderboard und auf einmal bist du Dritter und ja, jetzt hast du eine Medaille fix und auf einmal bist du Zweiter und um das geht es hier und jetzt und den Moment zu genießen, oder? Manuel Feller! Seit ich Skifahren kann, seit ich mich zurückerinnern kann, Skifahren war halt einfach das große Ding in Österreich und bin jedes Wochenende vorm Fernseher geguckt und hab gesagt, das will ich auch. Der Manuel war immer schon, sag ich jetzt einmal, kann man sagen, hyperaktiv oder wie auch immer, hat es in der Schule geheißen, getriebener, was Bewegung anbelangt oder sonst irgendwas im Sommer. Ob das Fußball war oder sonst irgendwas, außer aus die Schuhe, barfuß durch die Gegend, rein am Bach, an den Wald auf, was auch immer. Gegangen ist der nie, der ist nur gelaufen, der ist den ganzen Tag nur gelaufen. Die Mama und mein Godi haben das Skifahren gelernt mit, ich glaube, so 3 Jahren oder sowas. Bei uns neben dem Haus, so einfach auf der Wiesn. Meinen ersten Pokal weiß ich schon nur beim Kindergartenrennen. Ja. Am ersten Tag habe ich sogar mit dem im Bett geschlafen. Er war halt da schon ein bisschen getrieben in der Richtung. Wenn die anderen normal gefahren sind, ist halt er mit einem Ski gefahren. Sind die anderen mit einem Ski gefahren, ist er ohne Stecken. Oder? Und wenn die anderen halt so weit gekupft sind, ist halt er weiter gekupft. Es ist einfach der Moment, die Minuten. Du bist ganz allein, kein Mensch sagt dir irgendwas. Das ist 3 Minuten. Von dem her am Start zu stehen und sagen, ich gebe jetzt nur 90%, das macht auch keinen Spaß. Ich bin nicht da zum Bremsen, ich bin da, dass ich so schnell wie möglich von oben nach unten fahre. Unglaublich freche Fahrweise hier von Manuel Feller. Nimm gut den Speed mit. Was für eine Zeit unten im letzten Teil. Manchmal bist du einfach vom Material her machtlos, weil halt gewisse Bedingungen sind. Manchmal ist nicht dein Tag, manchmal zwickt irgendwas. Erstmals eine Pausenführung für Manuel Feller. Wie geht er hier mit diesem Druck um? Los geht's, volle Attacke. Nein, 2. Tor, eingefädelt, das war's. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ich darf nochmal fahren. Fix darf ich nochmal fahren. So, das war der erste. Ich hab lachen müssen. Das kann es einfach nicht sein. Jetzt ist vorbei. 2 Tore und zack, bumm. Ich hab mir geschworen, bis zu dem Tag hier, wenn ich jemals führen sollte, dann setze ich alles durch, dass ich das Rennen gewinne im 2. Durchgang. Also jetzt, dann stehst du da und die ganze Welt schaut dazu. Und ja, schlussendlich denkst du, musst du denken, ja. Was ist von mir denkt, ist mir eh wurscht, aber es wurmte schon extrem. Das war einer der bittersten Momente in meiner Karriere. Ja. Auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit daheim verbringen kann, freut es mich immer wieder, wenn ich heimkomme. Und ist das einfach der Ort, wo ich mich am besten erholen kann, wo ich am besten runterkomme. Faszinierend ist auf der ganzen Welt sehr viel. Für mich gibt es halt einfach meine Orte, wo ich mich zurückziehen kann. Teilweise nehme ich mir halt meine 2 Tage außer in der Woche dann im Sommer, wo ich dann irgendwo hingehe fischen. Und für mich ist es halt einfach ein bisschen die Natur, um von dem ganzen Stress und auch halt, um von den Leuten ein bisschen wegzukommen. Zum Beispiel, wir haben einen Fischteich, gerade 5-10 Minuten von mir daheim weg. Da fahre ich halt dann, wenn ich am Wochenende daheim bin, mit 1-2 Freunden aus, grillen. Und für das sind meine Freunde schon massiv dafür verantwortlich, auch, dass ich vom Kopf her wegkomme. Oder? Bei denen dreht sich einfach alles um alles anderes wie am Skifahren. Und das ist auch gut so. Wenn ich heimkomme, dann boah, sauber, ich gratuliere. Und dann geht es schon wieder um ganz was anderes. Dann werde ich einfach den ganzen Tag nicht mehr über das geredet.
Für mich ist noch besonders auch in Saalfelden die Peter-Wichenthaler Hütten, weil die seit kurzem meiner Mama und meinem Bruder gehören. Die bewirtschaften die und ist ein sehr schönes Fleckl. Servus, grüß euch und willkommen zu Felly Speaks His Mind. Felly Speaks His Mind ist im Allgemeinen einfach etwas, um Sachen richtig zu stellen, um meine Meinung zu verbreiten. Ich mache 100% selber eigentlich, weil es einfach meine Sprache ist, sage ich jetzt einmal. Oder das ist, was ich, was hundertprozentig ich bin und ich 100% unter Kontrolle habe. Ich habe jetzt noch nie irgendwie am Start oder irgendwo daran gedacht, dass ich irgendwas machen muss, dass ich die Leute unterhalte oder sowas. Also beim Skifahren geht es für mich um das, dass ich mit 100% von oben bis nach unten fahre. Eine Situation weiß ich, das war bei meinem vierten Platz in Val d'Isère. Da war im zweiten Durchgang, haben sie den Kurs so richtig giftig auf die erste Wellen hingesetzt und da hat es mich bald überschlagen. Das war eine Situation, wo ich mir eine Sekunde gedacht habe, oder für einen Moment halt, boah, das wird einer jetzt da kommen. Dann habe ich durch den Fehler habe ich aber gewusst, hey, jetzt muss Gas geben. Und das hat mir irgendwie, hat mir das nochmal so einen Push gegeben, aber jetzt erst richtig. Und schlussendlich ist dann mein erster Top-10-Platz im Riesenlauf rausgekommen. Und noch dazu, direkt nach meiner Verletzung, ganz ein spezieller Moment. So reibungsfrei wie die Vorbereitung ist die letzten 5 Jahre definitiv nicht gegangen. Durch meinen Bandscheibenvorfall, durch das ganze Training, wo ich halt sehr viel Körpergefühl entwickeln haben müssen. Und jetzt mittlerweile merke ich, wenn irgendwo so um einen halben Zenti falsch steht oder so, dann versuche ich das schon wieder auszugleichen. Ja, die Firma hat mir schon einen neuen Servicemann zur Verfügung gestellt. Weißenbacher Ritschi, der erste Eindruck, wo spitze ist, ein super netter, locker, lässiger Typ. Passt sehr gut in unser Team. Erfolge gehören ja genauso dem Servicemann. Weil genau gleich viel auf der Piste war wie ich. Und dann auch noch, wenn ich Handy-Training mache, dann steht halt er 3 Stunden oder 4 Stunden im Skiraum. Das kann man sich als Außenstehender fast nicht feststellen, was das für harte Arbeit ist. Es ist nicht nur Ski herrichten, du bist einfach für alles zuständig. Du bist bei minus 20 Grad am Gletscher oben, du schleppst die Ski um, du feilst die Ski bei minus 10 Grad mit der bloßen Hand ohne Handschuh wieder nach. Also das ist einfach ein Knochenjob. Überlegt sich sehr viel und hat auch jetzt schon sehr viele Gedanken mit einfließen lassen. Und ich freue mich schon riesig auf eine gemeinsame Saison mit ihm. Der erste Weltcup-Sieg ist ein Riesenziel. Langfristig gesehen jetzt ist es für mich seit meiner Verletzung immer okay, bis 30 möchte ich fahren. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich meinem Körper sehr dankbar. Und alles, was dazu kommt, nehme ich mit Freuden an. Das Ziel habe ich mir eben damals gesetzt gehabt, wo es sehr schlimm war die letzten Jahre, sage ich mal. Und das halten wir jetzt einmal bei. Das machen wir mit 100% die nächsten 5-6 Jahre und dann setzen wir uns wieder neue Ziele.